Hallo, hallo, hier sind die Weimaraner von den Semonen aus Werder. Das ist Elsa, Käthe von Valhalla. Sie hat 8 Welpen und man sieht, wie schwer das Gesäuge ist. Wir sind in der 3. Woche und Elsa braucht gutes Futter. Und wenn man über gutes Futter redet, dann will ich euch hier was zeigen. Ich habe einen Bauern aus der Region und er hat Kühe auf der Wiese, die stehen ganzjährig draußen. Und ich bekomme dort fetten Pansen. Dieser Pansen ist viel dicker als Pansen, den man so herkömmlich kaufen kann. Er hat viel Fett. Es gibt Fleisch, es gibt Lunge, Blut. Alles, was eine Schlachtung hergibt an Abfällen. Also praktisch die Dinge, die nicht zum menschlichen Verzehr vorgesehen sind, kaufe ich dort ab. Ab und zu hole ich auch Rinderhack, Bio-Qualität in diesem Fall. Hier haben wir Hühnerklein. Das ist also die Grundsubstanz, mit der ich meinen Hund füttere. Aber das Wichtigste ist, wenn ein Hund so viel Welpen hat und sie säugt, dann braucht man viel Flüssigkeit und vor allen Dingen Kalzium. Und deswegen basteln wir so einen Vitamintrunk zusammen aus dem, was in unseren Schränken einfach vorhanden ist. Und da kommen wir auf gute Öle. Ich liebe Leinöl, kalt gepresst, und Hanföl. Hier sind Omega-Fettsäuren drin. Unbedingt wichtig für das gesunde Leben einer Elsa. Wichtig sind Wildfänge. Alles, was nicht aus der Intensivhaltung kommt und frisch gefangen ist, ist relativ unbelastet. Deswegen nehme ich Heringfilets. Hier ist alles drin, was man für einen Hund brauchen kann. Gleichermaßen Sprotten. Hier im eigenen Saft mit Öl. Auch dort eine gute Nahrungsergänzung mit viel Wasser, etwas Quark zum Beispiel angedickt. Man kann Thunfisch dazu tun und sozusagen dem Hund die Wassergabe appetitlich gestalten und vor allen Dingen vitaminreich. Dazu sind natürlich Mineralstoffe wichtig. Ein laktierender Hund braucht unbedingt Kalzium. Dies ist ein Ergänzungsfutter für Barfer. Aber hier in diesem Fall nehme ich es erst einmal für den Vitamintrunk. Wir können in den Vitamintrunk Möhren, Äpfel und Bananen anbieten und den zerhäckseln und klein, damit er sich im Magen des Hundes aufschließt. Ja, bei der Menge müsste es einer Hündin gut gehen. Und sie wird sicherlich auch ihre gesunden, kräftigen Welpen bis zuletzt durchsäugen können.